Jetzt wird es gigantisch. Ich denke mal, wir werden jetzt einen sehr verrückten Bauentwurf, sag ich mal, stellen. Ich bin mir nur noch nicht so zu hundertprozentig sicher. Also ich bin mir immer noch nicht so zu hundertprozentig sicher, ob das da so bleiben kann. Weil wenn wir jetzt... Oh, stopp, nicht so viel laufen. Wenn wir jetzt diese Wand hier einfach mal fortführen würden. Ist ja erstmal egal, wie weit wir sie fortführen. Geht ja dieses Art Fenstermuster weiter. Das Problem ist aber, ich hätte eigentlich gerne sowas gemacht wie hier. Zack, 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 zack und zack, 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 zack. Und dann können wir hier um die Ruine treiben. Genau, so und so. Und das hier nochmal kurz weg. Genau, perfekt. Zack, zack, zack. Und hier erstmal so zusammen. Also so als Ideengeber. Weil ich ja dann wieder mit einem anderen Block hier. Eins, zwei, wir müssen ein bisschen mehr Blöcke hier bauen. Und zwar sind wir dann hier quasi wieder. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Wunderbar. So. Und dann hätten wir hier wieder zack. Ah, ne, stopp, da kommen wir wieder nicht hin. Wunderbar. Guck mal, die Zombies, die haben es auf mich abgesehen. Ja, natürlich müssen wir gucken, ob wir da eventuell irgendwelche anderen Blöcke noch mit reinarbeiten. Das ist schon klar. Weil das sieht ja so ein bisschen so langweilig aus. Beziehungsweise ist jetzt die Frage, das sind ja alles, sollen Fensterscheiben werden. Das sieht schon engschiebig aus. Müssen wir uns irgendein anderes Design müssen wir uns da überlegen. Oh, stopp, das war vielleicht doof. Schieß zurück. Ich kann gar nicht so schießen, ich habe keinen Bogen mit mir da. Zack. Wir müssten uns ein anderes Fensterdesign überlegen. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Naja. Ein anderes Fensterdesign wäre nicht schlecht. Also wenn wir das Fensterdesign so ändern würden, wir wollen, glaube ich, bei den drei Blöcken so ungefähr bleiben. Beziehungsweise ich würde das wahrscheinlich in Fünfer-Schritten machen. Das heißt, gucken wir ganz kurz. Wir machen mal diese Wand hier weg. Diese Wand ist jetzt zwei dick. Ist das gut oder? Ne, warte mal, das ist schon. Doch, das kommt schon so irgendwie hingebaut. Weil dann würde ich nämlich einfach drei Blöcke dick machen. Also eins, zwei, drei. So, natürlich hier. Muss ja auch schon den richtigen hier treffen. So. Sieht das aus wie ein Fenster? Ja, man könnte jetzt eventuell sich überlegen, ob man da dann halt Gitterstab oder sowas in die Mitte macht. Weißt du, was man mal ausprobieren müsste? Wir holen uns jetzt gerade mal den. Zack. Gib mir mal den Stein zurück. Dankeschön. Wir holen uns mal gerade ganz kurz aus Jux und Tollerei, weil wir es können. Wir nehmen mal was, probieren wir es aus mit Gitterstäben und mit Glas. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir müssen nur gucken, wo wir was haben. Gitterstäbe und Glas. Gitterstäbe und Glas. Wahrscheinlich haben wir die Gitterstäbe mit mehr Glas. Das heißt, hier könnte man schon mal das so hinstellen. Gitterstäbe. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also, dafür können wir uns einfach mal ein bisschen was an Eisen snacken. Warte mal, läuft der noch? Ja, der läuft noch. Dann machen wir den mal aus. Zack.
Super, wunderschön. Wir gucken mal gerade hier. Ja, das hat doch wunderbar funktioniert. So, der ist auch durch. Das heißt, den könnte man theoretisch gesehen. Ah, jetzt haben wir schon mal einen Tick getickt, obwohl er gar nicht dran getickt hat. Wir brauchen einfach mal 6 Eisen. Dann können wir damit. Ne, das sind Ketten. Wir wollen ja Gitter haben, keine Kette. Wir wollen Gitter haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. Wie viele Eisen haben wir noch? Ja, geht. Und dann können wir noch ein paar Eieren basteln. Die sind wahrscheinlich in irgendeiner Kiste wieder. Ja, das müssen wir auch mal irgendwann sortieren. Geht das? Oh ja, das geht. Und wie das geht. Und wie das geht. Das ist ja richtig geil. Dann bleibt das bei meinem Fensterdesign, wie es aktuell läuft. Also einmal wieder zurück nach oben. Zack, zack. Und dann wieder hier. Und einmal wieder zurück. Das heißt, wir haben schon mal ein schönes Fensterdesign. Oh, das ist schon mal cool. Zack. Ja, hier sind wir schön weit geflogen. Zack, also bleibt dieses Fensterdesign quasi so offen. Hier ist dann die Frage, sind wir hier im 3-Bereich? Ja, wir sind ja auch 3-diagonal, das wäre auch nicht verkehrt. Das wäre vollkommen cool. Ach Mist, da sind wir wieder. Zack, so, dann können wir wieder zack ändern. Müssten mal das andere Schwert hier ausprobieren. Mit, wenn man das schafft, ist das Bane of Aetherpods. Jetzt müssen wir mal wieder hier das. Oder haben wir es gerade getauscht? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ist egal. Wir fliegen wieder hoch. So, also das wäre quasi das Design. Das heißt aber auch für uns, wir bräuchten 3 Fenster. Das heißt aber auch wieder, wir hatten wieder 1, 2, 3 für Mauern und sowas. Dann hätten wir wieder 1, 2, 3 Fenster. Und dann hätten wir hier 1, 2, 3. Warte mal, 1, 2, 3 Mauer. Und dann hätten wir jetzt. Warte mal, stopp. Wir müssen das hier mal ein bisschen schöner bauen. Also nur mal so vorbauen, das ist ja, also dass wir das halt abreißen müssen. Ist klar, das ist eine dreifache Mauer, weil hier kommt nämlich noch so eine Art Steg da vorne vor. Das ist Fenster, genau. Da können wir jetzt einfach durchbauen. Ah, die gebaut. Dann ist das hier wieder diese dreifache Mauer. Wunderbar. Und dann kommt wieder ein dreifaches Fenster. 1, 2, 3. Dann gibt es hier auf jeden Fall definitiv einen Steg nach oben, heißt, haben wir hier keinen Block hingesetzt. Na gut, kriegen wir auch so hin. Kriegen wir auch so hin. So, und jetzt wisst ihr schon mal, wie groß das wird. Und das ist ein Bruchteil dieses einen Gebäudes. Oh je, Mine, also. Also sprich, es ist ein Bruchteil. Von einem Bruchteil. Also, es ist nur die Grund. Die Grundplanung, würde ich jetzt fast sagen. Die Frage ist, ich würde einfach mal hier innen drin eine Reihe Blöcke setzen, dass man jetzt die ganze Zeit laufen kann, weil das ist ja echt nervig. Ah, stopp, das nicht. Einfach mal, dass man hier mal so grob hingehen kann. Guck mal, das sind Pfeile. Wollen wir die haben? Weiß ich nicht. Das heißt, hier können wir theoretisch auch schon mal so einen Steg hinbauen. Gut, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Mob-Party-Action irgendwann haben. Definitiv, ne? So, wir sind wieder auf derselben... Warte mal, das ist dieselbe Höhe, das ist dieselbe Höhe. Dann bauen wir hier mal so ein Grundgerüst einfach mal auf. Damit wir schon mal ein bisschen hin und her toggeln können. Genau, da können wir nämlich hier hinherlaufen. Weil hier ist nämlich jetzt die Wand. Und die ist 2 breit.
Beziehungsweise die ist nicht zweibereit, sondern die geht jetzt. Pff, wie viele Blöcke machen wir das denn jetzt? Ist ja die Frage, ob wir das nur um zwei erweitern. Das Gebäude hier. Oder auch wieder um drei. Also da auch eventuell Fenster rein könnten, könnte man das definitiv auf jeden Fall um 3 erweitern. Das heißt, wir hätten 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke in der Breite. Pff, ja, okay, gut, das wird schon mal was. Und dann geht es jetzt eigentlich theoretisch gesehen hier noch sehr weit raus. Also sprich, wenn man mich fragt, wie weit willst du gehen? Dann sage ich nur, ja, ich weiß es noch gar nicht, kann ich dir doch noch gar nicht sagen. Also es wird definitiv außerhalb der Renderdistanz passieren. Ja, der muss halt auch irgendwann mal weichen, ne, aber das sind schon mal riesen Grundmaße. Uiuiui, was ich mir da vorgenommen habe. 1, 2, 3 wollten wir. Warte mal, jetzt haben wir 1, 2, 3, aber jetzt haben wir nur 2, ne? Hier. Ne, wir haben 1, 2, wir hätten 3. Gut, man könnte theoretisch. Ja, weiß ich noch gar nicht. Dann ergibt das halt mit dem Turm da eventuell noch gar keinen Sinn. Ich weiß es noch nicht, ob der. Vielleicht reißen wir wieder alles ab, ich weiß es nicht. Oder wir bauen einfach eins daneben an. Wir probieren es einfach mal so. Und gucken mal, was da so passieren könnte. Zack, zack, zack. So, wie weit haben wir denn auch noch ein Stück gebaut? Ja, dann können wir das hier noch definitiv. Ein Stückchen weiter bauen. Wir haben schon ein bisschen durch die Bäume und sowas. Ja. Das kann sich fast sehen lassen. Auch nur fast. Auch nur fast. Auch nur fast. Aber gut. Es sieht falsch aus, ja. Ich weiß. Okay. Das können wir schon mal drüber reden. Aber nein. Nein, nein, nein. Nein und nochmal nein. Es ist halt jetzt die Frage nur, wie. Ach, nö. Wie lange wir das hier so bauen müssen. Das entscheiden wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge, denn das ist das Problem unserer nächsten Folge. Also bis dann, schaltet da wieder ein. Bis morgen.